Hi, hier ist Kamal für Giga und heute geht es mal wieder darum, ein Gerät auszupacken. Ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht, um was es sich hierbei handelt, weil das Gerät, wie ihr seht, noch komplett eingepackt ist. Ich mache es einfach mal auf, um mich selbst überraschen zu lassen. Ich kann nur so viel sagen, das Päckchen ist ziemlich schwer und ich gehe mal davon aus, dass ein Tablet drin ist. Ich habe auch eine Vermutung, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Hier ist schon der Name, Surftab Ventos 9.7. Oh ja, richtig schön ausgepackt auch, liebevoll. Da haben wir das gute Stück, Surftab Ventos 9.7. Ein Android-Tablet mit Android 4.0, einem Dual-Core-Prozessor, 1,6 GHz, 1 GB RAM, 2 Kameras und lauter anderem Kram. Das Surftab mache ich jetzt auch mal auf, denn darum geht es ja auch in diesem Video. Wie gesagt, ich habe mir das Teil noch gar nicht angeguckt. Hier, ja, das Gerät in der Hülle. Der wunderbare Akku. Das Netzteil also quasi, das interessanterweise keinen Micro-USB-Anschluss hat, sondern einen eigenen Stecker. Ist natürlich toll. Dann haben wir hier ein Micro-USB-Kabel mit den bekannten Anschlüssen. Dazu kommt noch ein Adapter von USB auf Micro-USB. Das ist aber nett, das finde ich ja erstmal sehr schön. Ein Tuch zum Saubermachen des Displays. Immer gern gesehen, weil soll man ja eigentlich nicht mit was anderem als einem Mikrofasertuch sauber machen. Dann außerdem noch eine Anleitung aus dem Hause Trackstore, die mit diversen Sprachen ausgestattet ist. Alles gut. Wollen wir uns doch mal das Tablet anschauen. Das sieht erstmal aus wie ein Tablet. Ja, Witz. Es sieht, finde ich ja, ein bisschen aus wie ein iPad. Nur, dass kein Knopf auf dem Gerät vorne drauf ist. Soll mal die Schutzhülle vorne abmachen. Ich gehe mal davon aus, dass es noch keiner in der Hand hatte, so wie das hier verpackt ist. Rückseite, ja, sieht erstmal alles ganz nett verarbeitet aus. Hier unten direkt so eine, vielleicht kann man das sehen, eine komische, also entweder hängt es an der Verarbeitung, es hängt an der Verarbeitung, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das bei anderen Modellen auch so der Fall ist. Aber hier jedenfalls ist so eine Kante, die da nicht so ganz schön absteht. Das Teil ist auch wirklich ganz schön schwer. Da haben wir also jede Menge Anschlüsse. Etwas ungewohnt für ein Tablet, dass es mit so vielen Anschlüssen auf einer Seite ausgestattet ist. Ja, hinten eine Kamera drauf. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so genau. Ah, hier, wunderbar, eine Erklärung auch für die ganzen Anschlüsse, die ich hier gerade gefunden habe. Wer lesen kann, hat zuweilen Vorteile. Wir haben hier für das Netzteil mit 12 Volt den Netzteilanschluss, einen HDMI-Anschluss, einen Host-Anschluss. Hier kommt eine Micro-SD-Karte mit rein. Das ist erstmal sehr schön auch beim Tablet, dass man das auch noch erweitern kann mit einer passenden Micro-SD-Karte. Dann haben wir hier den USB-Anschluss, den Kopfhöreranschluss und ja, das hier, nehme ich mal an, sind die beiden Lautsprecher. Seltsam ist ein wenig, dass die beiden Lautsprecher auf einer Seite angebracht sind und nicht auf zwei. Dann mache ich das Ding doch auch gleich mal an. Ich gehe mal davon aus, dass der Knopf hier oben. Ja, das geht jetzt natürlich nicht an. Was ist das hier unten? Und auch hier tut sich etwas. Wunderbar. Da geht das Gerät auch schon an. Gucken wir uns doch gleich mal an, wie das in der Praxis aussieht. Wie gesagt, ich habe mir das Gerät noch gar nicht angeguckt. Wir haben gerade jetzt in der letzten Zeit mit so vielen verschiedenen Geräten zu tun, dass der Überblick manchmal doch ein bisschen schwer fällt. Aber hier Android 4.0 drauf. Mal kurz in die Einstellungen gehen. Also erster Eindruck so vom Display hier, Android 4.0.4 ist drauf.
Erster Eindruck vom Display. Sieht auf jeden Fall ganz in Ordnung aus. So die Resonanz ist auch auf jeden Fall okay. Das läuft so relativ geschmeidig. Mal gucken, ist hier schon ein Spiel vorinstalliert. Interessanterweise ist hier der App Center der Konkurrenz installiert. App Center von Android Pit, wo ich ja auch mal zugange war. Die App von Giga ist hier leider noch nicht drauf, aber das ist ja auch in Ordnung. Die kann ich mir nämlich noch runterladen. Ja, ich muss sagen, also verarbeitet hier hinten, ja, wie gesagt, diese Schramme hier, das ist ziemlich billiger Kunststoff, der hier an der Seite und als Umrandung dient. Sieht so von weitem erstmal ganz in Ordnung aus. Wenn man dann doch ein bisschen näher hinguckt, sieht man, dass es doch alles günstig ist. Man darf aber nicht vergessen, dass es sich bei dem Gerät auch um ein wirklich ziemlich kostengünstiges handelt. Den genauen Preis findet ihr auch unterm Artikel. Ich werde mich jetzt erstmal mit dem Gerät ein bisschen beschäftigen und dann gibt es nochmal ein richtiges Hands-on dazu. Ja, ich finde es auf den ersten Eindruck ist okay. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist nicht schlecht. Es ist auch nicht jetzt grandios. Das war es erstmal von mir. Es folgt dann noch ein bisschen mehr im nächsten Video. Das war es von mir. Bis später.